Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Dune Allround Tutorial für Einsteiger und Fortgeschrittene, in dem ich euch mit vielen Tipps und Tricks zeige, wie ihr dieses Spiel hier meistern könnt. Was erwartet euch in diesem Video? Nun, ich versuche euch kurz und knapp alles zu erklären zum Thema Infrastruktur und Ausbreitung, Forschung und Entwicklung, Spionage, dem Landsrat und damit auch der Politik und zu guter Letzt den Siegbedingungen und wie ihr diese am besten erreichen könnt. Fangen wir also am besten direkt an. Ja, und zu Beginn einer jeden Dune-Runde stellt sich eigentlich erstmal die Frage, mit welcher Fraktion spielt man eigentlich? Zur Auswahl haben wir das Haus Atreides, das Haus Harkonnen, die Schmuggler oder auch die Fremen. Da, jede einzelne Fraktion durchaus umfangreicher ist, als man im ersten Moment glaubt, werde ich dazu ein eigenes Video machen und euch das jetzt hier verlinken. Da erkläre ich euch ganz genau, was wichtig ist zu wissen zu den einzelnen Fraktionen und wie man am besten mit denen spielt, denn es gibt ganz eigene Taktiken und Strategien mit jeder einzelnen Nation. Im weiteren Teil dieses Videos möchte ich euch allerdings allgemeine Tipps und Tricks zeigen und ein Tutorial, wie ihr das Spiel an sich spielen könnt. Sollte es kleinere Unterschiede zu den Fraktionen geben, würde ich das an der jeweiligen Stelle erwähnen. Und dann legen wir doch, würde ich sagen, auch mal direkt los, und zwar mit dem Start. Wenn ihr startet, dann ist das nicht wie hier jetzt alles aufgedeckt, sondern ihr seht nur eure Hauptstadt, in dem Fall mal mit dem Haus Atreides, das wäre Arrakeen, und alles andere ist im Wüstennebel des Krieges sozusagen nicht mehr ersichtlich. Das allererste, was ihr macht, wenn ihr startet, erstmal Pause klicken, denn die Zeit läuft. Deswegen erstmal mit der Leertaste Pause klicken. Dann rekrutiert ihr zwei Militäreinheiten. Zu Beginn braucht ihr auch nur zwei Stück. Eine Nahkampf- und eine Fernkampfeinheit. Und ihr schickt euer Fluggerät, euren Ornithopter, los zum Aufklären. Und zwar ist das allererste und wichtigste und auch immer verfügbare ein Spice-Feld. Jede Fraktion startet immer mit einem Spice-Feld in ihrer direkten Nähe, was euch schon angezeigt wird. Dort muss der Ornithopter hinfliegen und das Ganze aufdecken, um dann dort alles weitere machen zu können. Bei diesem Start hier war das Spice-Feld hier oben. Das heißt, ihr lasst erstmal hier den Ornithopter alles erkunden und erobert dort eure erste Siedlung, um euch dort eben auszubreiten. Genau. Wichtig ist an sich jetzt für Dune Spice Wars natürlich auch das Interface, dass man damit zurechtkommt. Deswegen möchte ich euch das in der Hinsicht auch nochmal erklären, bevor wir auf den weiteren Ausbau und die Infrastruktur eingehen. Ihr seht hier oben links neben eurem Anführer und euren zwei Begleitern, die ich euch übrigens in einem anderen Video auch genauer erkläre, euer Spice, was ihr produziert. Das würde dann eben erst angezeigt werden, wenn ihr hier eine Produktion aufgebaut habt. Und wichtig ist zu wissen, dass das Spice in zwei unterschiedliche Lager läuft. Einmal habt ihr das Lager für euch, was ihr nutzt, um dem Kaiser seine Steuern zu zahlen. Das heißt, ihr solltet immer darauf achten, wenn die Zeit hier um ist, in dem Fall in 7 Tagen, dass ihr die erforderliche Menge, in dem Fall 1110 Spice Mengen hier im Lager habt. Das ist aktuell noch nicht der Fall, aber man ist auf einem guten Weg. Solltet ihr relativ weit davon entfernt sein, dann empfehle ich euch, den Balken hier einfach nach oben zu steigern, sodass mehr lila ist. Das bedeutet, ihr würdet mehr einlagern. Das bedeutet aber auch, hier oben würdet ihr weniger verkaufen. Und da ändert sich übrigens der Kurs an Solari, das ist die Währung, die wir hier auch sehen. Der ist aktuell sehr gut, deswegen macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, dass man auch einiges vom Spice einfach direkt verkauft an die Mafia. Genau, deswegen einfach den Balken im Blick behalten, immer ein bisschen hin und her gehen, je nachdem, was ihr gerade benötigt. Wenn ihr gerade sehr viel Solari braucht, dann einfach ein bisschen mehr in den gelben Bereich gehen, aber schaut, dass ihr die Steuern des Kaisers auf jeden Fall zahlt, um hier keine negativen Auswirkungen zu haben. Ansonsten, wie erwähnt, seht ihr hier eure Geldwährung, die Solari, den Plastal, sehr wichtig für den Ausbau eurer Infrastruktur, das ist eine Art Baumaterial. Dann habt ihr die Arbeitskraft, die ihr auch benötigt, Brennstoffzellen. Das ist erst etwas später wichtig, das ist wichtig für Flugobjekte und einige Militäreinheiten oder ähnliches. Dann natürlich das Wasser, lebensnotwendig, auch für neue Siedlungen. Die Autorität, das ist die wichtigste und wertvollste Ressource aus meiner Sicht, vor allem am Anfang. Und in dem Fall sehen wir hier noch das Ansehen im Landsrat, das ist nicht bei jeder Fraktion so. Zum Beispiel bei den Fremen ist das nicht vorhanden, aber natürlich bei einem Haus Atreides schon. Je höher das Ansehen, umso besser. Ihr seht hier auch dann die Vorteile. Dann seht ihr hier rechts die Hegemoniepunkte, dazu kommen wir später nochmal. Das betrifft dann den Hegemonie-Sieg. Hier seht ihr euer Datum, hier die drei anderen Fraktionen, da könnt ihr jeweils draufklicken, um Diplomatie zu betreiben. Hier gleich zu Beginn der Hinweis oder der Tipp: Wenn ihr das Haus Atreides seid, bietet es sich vor allem zu Beginn für euch nicht an, irgendwelche Abkommen zu machen, denn das kostet euch regelmäßig eine Autorität pro Abkommen und ihr braucht eure Autorität am Anfang selbst.
Alle anderen Fraktionen hingegen, spielt ihr mit allen anderen drei Fraktionen, dann solltet ihr immer mit dem Haus Atreides ein Abkommen machen, und zwar ein Forschungs- und ein Handelsabkommen, weil ihr zahlt dafür beim Haus Atreides keine Autorität, aber bekommt trotzdem die Boni des Handelsabkommens. Also für die anderen Häuser immer sinnvoll, für euch als Haus Atreides, wenn ihr das jetzt spielt, nicht. Ansonsten könnt ihr hier immer mal ein bisschen schauen, ob ihr Ressourcen, die ihr überschüssig habt, weghandeln könnt. Ihr könnt hier immer über den Balken hover, dann seht ihr, okay, grüner Pfeil nach oben bedeutet, das ist dem Haus Harkonnen sehr wichtig. Das heißt, die würden jetzt halt ungern ihre Solari hergeben. Plastal ist jetzt ihnen relativ egal. Sie haben zum Beispiel keinerlei Interesse an Plastal, den jetzt zu erwerben. Genau. Let's get to business. Also so könnt ihr darauf achten, wenn die jetzt zum Beispiel hier Plastal mit einem roten Pfeil nach unten haben, dann könnt ihr das relativ einfach einkaufen, dann nehmt ihr hier eine Ressource, die sie haben wollen, zum Beispiel Solari, wenn ihr davon viel habt, das wollen sie haben, sie wollen keinen Plastal, dann könnt ihr super gut traden und hin und her tauschen. Ich empfehle euch vor allem mit den Schmugglern zu tauschen, da ist meistens der Handelstausch am besten. Die Harkonnen sind nicht die besten Handelspartner tatsächlich. Okay, so viel dazu. Dann kommen wir gleich noch zu den einzelnen Punkten. Hier ist der Technologie, das Technologiefeld, da kommen wir dazu. Das Landsratkonzil kommen wir auch noch und Spionage. Hier seht ihr eure Einheiten jeweils, eure Spice-Ernter in der Übersicht. Übrigens hier, wenn so eine Uhr angezeigt wird, bedeutet das, dass sie gerade nicht im Einsatz sind. Das heißt, da solltet ihr dann auf Einsatz klicken bei eurem Spice-Ernter. Ernter auf jeden Fall, dass der wieder zurückgeflogen wird zum Spice-Feld, und bei dem Spice-Ernter solltet ihr auch immer automatischen Rückruf aktiviert anhaben, also wenn das grün ist, ist alles gut, wenn also ein Sandwurm kommt, wird automatisch dieser Ernter gerettet und wird nicht verschlungen. Dann habt ihr hier eure Ornithopter zur Erforschung, da reicht am Anfang wirklich einer, weil ein weiterer kostet hier eben 400 Solari und am Anfang sind 400 Solari sehr viel wert, später im Verlauf des Spiels könnt ihr euch mal einen zweiten leisten, um die Gegend schneller zu erkunden. Genau. Dann seht ihr hier noch eure Militäreinheiten. Ja, das war schon das Wichtigste zum Interface. Jetzt gehen wir mal weiter an die ganze Sache Ausbreitung und Infrastruktur. Ich habe euch gesagt, zu Beginn holt ihr euch erstmal ein Spice-Feld. Wichtig ist zu Beginn, neben dem Spice-Feld, dass ihr dann halt möglichst schnell auch die erste Kaisersteuer zahlen könnt. Sprich, ihr baut wirklich als erstes Gebäude diese Raffinerie, dass ihr danach dann auf Plastal geht. Ihr braucht dringend Plastal als Baumaterial für alle Gebäude und ihr werdet dann relativ schnell keins mehr haben. Das heißt, gerne auch schon in einer der ersten Siedlungen, eigentlich überall kann ich es euch empfehlen, eine Plastalfabrik zu bauen. Das bringt euch immer 26 Plastal, weil man muss auch 4 Instandhaltung davon abziehen. Das heißt, eigentlich jede Siedlung baut ihr eine Plastalfabrik, weil ihr davon nie genug haben könnt. Wichtig zu wissen ist natürlich, dass ihr vor allem nach Regionen mit besonderen Ressourcen schaut. Eine besondere Ressource ist eben das Spice, deswegen ist das euer erstes Ziel. Im besten Falle erobert ihr als zweite Siedlung eine Siedlung, wo ihr so etwas habt, Mineralien. Denn das erhöht eure Plastal-Produktion um 50% und das bringt erstmal ordentlich Plastal in eure knappe Kasse. Deswegen hier auch eine Plastal-Fabrik. Das lohnt sich also zu bauen. Nachdem ihr dann erstmal auf Plastal geachtet habt mit Mineralien und da euch erstmal eine gute Produktion aufgebaut habt mit einer zweiten Siedlung, wenn das möglich ist, wenn ihr da gerade was in der Region habt, solltet ihr nach seltenen Elementen Ausschau halten. Das sieht so aus. Das bringt euch nämlich extra Solari. Das geht aber nicht zu Beginn, denn dafür braucht ihr noch eine spezielle Technologie, das zeige ich euch dann später, um eine Verarbeitungsanlage zu bauen. Die bringt euch plus 30 Solari und sobald ihr das auch erobert habt und unter Kontrolle habt, solltet ihr erstmal so die ersten wesentlichen Ressourcen in genügender Zahl vorhanden haben, also Plastal und Solari, dass ihr da erstmal nicht pleite geht und euch weiter ausbauen und ausbreiten könnt. Das heißt danach könnt ihr im besten Fall vielleicht noch eine Energiequelle finden. Das ist sowas hier. Eine Energiequelle. Da könnt ihr dann eine Brennstofffabrik bauen. Dadurch würdet ihr deutlich einfacher Brennstoffzellen produzieren. Das könnt ihr natürlich auch irgendwo anders bauen, aber es ist natürlich bei einer Energiequelle am effizientesten und ihr braucht eigentlich kaum solche Brennstoffzellen. Deswegen reicht es durchaus mal bei einer oder zwei Siedlungen, wenn da eine Energiequelle ist und da ist es am effizientesten. Sowas braucht ihr eben eher fürs Late-Game aus meiner Sicht, für Flugplätze und dann andere Spice-Raffinerien und so weiter. Genau, aber falls ihr das nicht findet, ist es nicht ganz so schlimm. Man kann auch ohne das auf jeden Fall sehr gut zurechtkommen. Wichtig ist, relativ früh schon
eine Windfalle zu bauen, um mehr Wasser zu produzieren. Ihr werdet relativ schnell zu Beginn an eine Wasserknappheit stoßen. Man kann eigentlich fast schon sagen, wenn ihr eure erste Siedlung erobert habt, solltet ihr, nachdem ihr die Raffinerie gebaut habt, eventuell hier schon überlegen, ob ihr eine Windfalle baut, spätestens bei eurer zweiten Siedlung. Bei der Windfalle solltet ihr darauf achten, dass ihr eine hohe Windstärke habt, das seht ihr immer unten links bei den Gebäuden. Eine Windstärke von 5 ist super. Ich würde empfehlen, eine Windfalle immer so zu bauen, wenn ihr mindestens eine Windstärke von 4 habt. Bei 3 ist es gerade noch so, ja, sinnvoll. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass das dann einfach um den Wert multipliziert wird. Das heißt, jetzt haben wir in dem Fall mal, doch, hier ist eine Windfalle, genau. Die Windfalle produziert 3 Wasser und das wird dann mal in dem Fall 5 genommen, wegen der Windstärke. Und das produziert also 15 Wasser. Das ist also sehr effizient. Wenn irgendwo nur 1 oder 2 Windstärke ist, dann lohnt sich das Gebäude eigentlich nicht. Baut das wirklich nur bei hoher Windstärke und schaut, dass ihr immer genügend Wasser habt, denn ihr braucht für die Eroberung neuer Siedlungen, das seht ihr hier, immer 5 Wasser. Ihr müsst also mindestens immer 5 Wasser für eine Eroberung zur Verfügung haben. Das ist hier wichtig zu beachten. Okay, dann ist es noch wichtig, dass ihr auf jeden Fall grundsätzlich weiter guckt, dass ihr noch mehr Mineralien und mehr Spice-Felder findet. Also so ein zweites Mineralienfeld wäre noch sinnvoll, aber auch ein zweites Spice-Feld. Da muss man dann einfach schauen, wie sich das ergibt. Zum Beispiel ist jetzt hier dann noch ein weiteres Spice-Feld, hier ist nochmal ein weiteres Mineralienfeld. Das kurbelt eure gesamte Produktion an und wenn ihr natürlich noch seltene Elemente findet, nehmt die auch gerne mit. Aber vor allem Spice und die Mineralien sind sehr wertvoll. Genau, zu Beginn habe ich ja schon erwähnt, 2 Militäreinheiten reichen längere Zeit. Ihr braucht erst später vielleicht 3 oder 4 weitere Einheiten, um die größeren Siedlungen anzugreifen oder eben, wenn ihr von anderen Fraktionen angegriffen werdet. Wichtig sollte für euch eine schnelle Ausbreitung sein. Das ist wirklich das A und O und dafür braucht ihr natürlich sehr viel Autorität, deswegen ist das eine der wichtigsten Ressourcen. Holt euch die Regionen vor allem mit den wichtigen Ressourcen, also irgendwelche unbedeutenden Regionen wie hier. Hier ist einfach nichts Besonderes. Die könnt ihr auch durchaus längere Zeit ignorieren und lieber irgendwie so länglich irgendwo euch entlang erobern, dass ihr die wesentlichen Ressourcen holt. Neben denen, die ich euch schon gezeigt habe, gibt es besondere Regionen, die es sich durchaus lohnt zu erobern, zum Beispiel für Hegemonie. Zum Beispiel bringt es diese Spezialregion, die Polsenke, 1000 Hegemonie. Aber manche Spezialregionen, wie die Polsenke, die immer im Kern ist, bringen auch noch was anderes, sehr Wertvolles. Und zwar können hier alle Nationen außer oder alle Fraktionen außer die Fremen ordentlich Wasser produzieren. Dafür braucht ihr zwar auch eine Technologie, aber wenn ihr die habt, also eine Entwicklung, könnt ihr einen Wasserextraktor bauen. Das bringt euch plus 50 Wasser. Danach habt ihr erstmal keine Wasserprobleme für lange Zeit. Deswegen plus, also mit der Hegemonie und dem Wasser ist das eine sehr wertvolle Region hier tatsächlich. Lohnt sich auf jeden Fall zu erobern. Die Fremen können hier den Shai-Hulud-Tempel bauen, um plus 20% in dieser und benachbarter Regionen extra haben zu können. So, ihr solltet wie erwähnt fast überall eine Plastalfabrik bauen für eine bessere Infrastruktur und zu Beginn eigentlich auch versuchen, erstmal in eroberten Provinzen mindestens 2 Milizen zu rekrutieren, dass ihr einen Grundschutz habt, falls Rebellen angreifen. Das passiert wirklich regelmäßig und eure Armee ist ja auch nicht immer schnell da und die 2 Milizen können die Gegner aufhalten, bis eure Armee kommt oder schaffen es alleine. Langfristig solltet ihr auf jeden Fall überall 3 Milizen haben, außer ihr könnt irgendwann sicher feststellen, von wo die Angriffe kommen. Das sind ja immer diese besonderen Städte, diese Siege-Städte, die versteckt sind. Hier haben wir eins. Wenn ihr da schlechte Beziehungen habt, dann wisst ihr ja, dass da Feinde kommen und könnt dann in der Nähe eben Milizen bauen oder ihr könnt hier die Beziehungen so weit verbessern, dass ihr keine Angriffe mehr fürchten müsst. Das geht hier durch so ein Handelsabkommen, indem ihr denen 10 Wasser gibt, bekommt ihr sogar was und langfristig verbessern sich die Beziehungen durch so ein Handelsabkommen und ja, da könnte man noch mehr mitmachen und sich mit denen dann auch verbünden. Dazu kommen wir später noch. Gut, weiter geht es damit, dass auf jeden Fall geschaut werden muss, welche Regionen dann langfristig sehr umkämpft sind. Zum Beispiel hier, diese Region hier ist genau neben der Harkonnen-Dynastie, frisch erobert, deswegen muss die natürlich militärisch ausgebaut werden. Da empfehle ich euch auf jeden Fall eine Raketenbatterie zu bauen, die verteidigt auch schon sehr gut, plus volle Miliz natürlich und auch eine Militärbasis, die euch plus 20% Kraft für verbündete Einheiten in dieser Region gibt. Es lohnt sich also hier gut dann zu kämpfen. Ihr braucht natürlich auch regelmäßig Arbeitskraft, dafür baut ihr einfach, wenn ihr das braucht, Rekrutierungsbüros, das ist egal, wo ihr die baut tatsächlich in der Hinsicht.
Sobald ihr 50 Arbeitskraft mal frei habt, schon relativ früh zu Beginn und zum Beispiel keine weitere Militäreinheit oder keine Miliz gerade benötigt, dann würde ich euch empfehlen, die Crew eures Ernters zu erhöhen. Die ist zu Beginn bei 0, er kann trotzdem schon sammeln, also kein Problem, aber je mehr ihr diese Crew um plus 50 eben jeweils erhöht, umso mehr Spice könnt ihr einsammeln. Mittelfristig solltet ihr durch geschicktes Bauen überall organisierte Vorräte haben. Das könnt ihr dann immer durch solche Felder hier erkennen, dass die euch Boni bringen. Organisierter Vorrat bedeutet Solari-Instandhaltungsgebäudekosten minus 30%, dasselbe für Plastal. Das heißt, ihr spart richtig, richtig viele Ressourcen. Und das Schöne ist, ein Wartungszentrum müsst ihr gar nicht in jeder Siedlung bauen, denn das kann auch benachbarte Siedlungen mithelfen. Ihr seht, hier habe ich zum Beispiel keins gebaut und wir haben trotzdem diesen organisierten Vorrat. Baut die also sehr sinnvoll. Zum Beispiel dieses Wartungszentrum in Eid Alron schützt oder hilft da hier, das grenzt an, das grenzt an, das grenzt an. Also mit einem Wartungszentrum kann ich hier 5 Gebiete gleichzeitig versorgen mit diesem organisierten Vorrat und das ist halt wirklich sehr effizient. Das heißt, ihr solltet schauen, dass ihr eben 2-3 langfristig baut, so dass ihr einfach überall diesen Bonus auf jeden Fall habt. Dasselbe gilt auch nochmal für die Fremen, die auch noch ein Spezialgebäude mit dem Shai-Hulud-Tempel haben, was euch nochmal als Fremen besondere Boni bietet. Auch das sollte geschaut werden. Dasselbe gilt übrigens auch für das Spice-Silo, dass natürlich wenigstens die Spice-Felder gut versorgt sind. Genau, so viel dazu. Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr eure Hauptstadt auch ausbaut, sobald das möglich ist. Das geht, sobald ihr 2000 Hegemonie gesammelt habt. Und dann müsst ihr Folgendes beachten. Ihr könnt durch den Ausbau eurer Stadt besondere Boni hier rechts bekommen. Und zwar folgendermaßen. Wenn ihr einen Bezirk mit einem Platz abschließt, zum Beispiel hier, mit einem Wirtschaftsgebäude, dann bekommt ihr hier diesen 1er Bonus. Dasselbe ist, wenn ihr das mit einem Militärgebäude macht, bekommt ihr diesen Militärakademie 1er Bonus. Dasselbe hier auch beim Verwaltungskomplex. Aber bedenkt, wenn ihr zum Beispiel einen diesen zweiten Bonus haben wollt, dann braucht ihr unbedingt einen Bezirk mit 2 Gebäudeplätzen. Da habt ihr zum Beispiel jetzt hier bei Atreides nur 2 Stück. Das heißt, für die blauen Sachen habe ich jetzt hier gar keinen Bezirk mehr frei. Man muss sich also manchmal entscheiden, welchen der Boni man hier anstreben möchte langfristig. Und dann gibt es natürlich auch noch den, wo man 3 Gebäude in den Bezirk baut, derselben Art. Ihr müsst das immer von derselben Art machen, um den Bonus zu bekommen. Und da muss man sich auch entscheiden, will man lieber mehr Hegemonie durch Mafia-Aktien bekommen können oder wollt ihr mehr Panzerung militärisch gesehen. Aber ihr könnt zum Beispiel nicht alle 3 Militärboni haben, denn ihr könnt maximal nur 4 verschiedene Militärgebäude bauen. Das heißt, entweder ihr holt euch den 1er Bonus und den 3er Bonus oder ihr holt euch den 1er und den 2er Bonus. So müsst ihr euch das so ein bisschen bei der Hauptstadt das Ganze überlegen. Okay, kommen wir schon zum nächsten Punkt, Forschung und Entwicklung. Da können wir hier reinschauen. Hier seht ihr die Entwicklungsübersicht. Ich nenne das auch gerne immer Forschung. Eure wertvollste Ressource, habe ich erwähnt, ist Autorität. Deswegen empfehle ich euch als erste Forschung Studium der einheimischen Dialekte zu holen. Das senkt eure Annektierungskosten autoritätsmäßig um minus 15%. Schaltet auch das Gebäude Werkstatt frei, womit ihr dann später auch noch Hegemonie erzeugen könnt. Als nächstes würde ich dann aber empfehlen, tatsächlich hier runter zu gehen und zwar das Verbundmaterialien zu erforschen. Das kostet sorgt dafür, dass eure Baukosten in den Dörfern geringer sind. Das ist nämlich wichtig, um sich schnell wirtschaftlich ausbreiten zu können. Genau. Des Weiteren solltet ihr auch noch euch danach strukturierte Lagerhäuser holen, um billigere Wartungszentren bauen zu können und vor allem das wichtige Gebäudeverarbeitungsanlage freizuschalten für mehr Solari. Das hier zu beachten auf jeden Fall. Danach würde ich empfehlen, tatsächlich wieder beim grünen Punkt weiterzumachen und zwar bis ihr hier unten hinkommt, außen Postenlogistik, das senkt nämlich weiterhin die Autoritätskosten, wenn ihr weitere Dörfer erobern wollt. Und das ist in der Hinsicht sehr hilfreich. Des Weiteren könnt ihr dann eigentlich auch noch direkt die Geländebeschaffenheit holen. Das bedeutet, dass eure Agenten, dazu kommen wir gleich noch, mehr Autorität in Arrakis produzieren. Dann habt ihr erstmal sehr viel für eure Autorität getan und könnt dementsprechend hier wieder etwas wirtschaftlicher vorgehen und die Modulteile und die Kritexplatte holen. Das sorgt dafür, dass ihr mehr Crews für eure Ernter rekrutieren könnt und vor allem auch die Spice-Silos bauen könnt. Und jetzt kommt es so ein bisschen darauf an,
kommt es schon öfters zu Konflikten mit Fraktionen, seid ihr schon in einem offenen Krieg, dann solltet ihr jetzt schon mit dem Militär beginnen. Aber ist das noch nicht der Fall, dann könnte man hier jetzt noch den blauen Pfad ein wenig gehen, übers Aufklärungsnetzwerk, dem diplomatischen Manöver, der Verhandlungstaktik bis hin zur Sanddiplomatie, denn durch die Sanddiplomatie könnt ihr mit diesen Siege-Geheimstätten in der Wüste schnellere Beziehungen bauen und vor allem auch die Agenten, die der Arrakis-Infiltration zugewiesen sind, produzieren auch nochmal 30% mehr Autorität, also das hilft euch auch nochmal ordentlich in der Ausbreitung. Deswegen durchaus hilfreich, muss aber nicht unbedingt sein, dieser lange Pfad. Wenn ihr, wie gesagt, vorher schon militärische Probleme habt, dann kommt ihr jetzt zum Militärpfad. Und wenn ihr mal da begonnen habt, das mache ich meistens eben, wenn ich entweder selbst angreifen möchte, möchte ich den ordentlich durchgeforscht haben, oder wenn ich angegriffen werde. Und das solltet ihr versuchen, relativ schnell eigentlich möglichst alles zu erforschen. Das Allerwichtigste zu Beginn ist aber das Bodenkommando. Dann bekommt ihr schon mal plus 8 Kommandopunkte und ihr braucht Kommandopunkte für mehr Militäreinheiten. Und im Laufe der Zeit kann man hier noch mehr Kommandopunkte bei den letzten Forschungen auch noch bekommen. Ihr seht hier jeweils ja die Boni. Das werde ich euch jetzt nicht genauer erklären. Aber so würde ich euch die Forschung und die Entwicklung empfehlen, dass ihr ganz gut zurechtkommt. Wenn ihr natürlich Wasserprobleme habt, dann macht der Wasserhandel Sinn und so weiter. Das ist jetzt nur ein Vorschlag meinerseits. Man kann davon ja auch abweichen und variieren. Okay, kommen wir zur Spionage. Hier würde ich am Anfang empfehlen, wenn ihr ganz klassisch einfach spielen wollt, ohne irgendwas Kompliziertes, einfach erstmal Arrakis mit euren Agenten voll machen. Dadurch bekommt ihr nämlich die wertvolle Autorität. Und die ist für mich so das Allerwichtigste, wenn ich mich am Anfang ausbreiten möchte. Und nachdem erstmal Arrakis voll ist mit Agenten, dann gehe ich gerne noch in die Raumgilde für Arbeitskraft, die ich zusätzlich bekomme. Zu Beginn ist das auch noch sehr wertvoll, wenn man keine Rekrutierungsbüros sich leisten kann zu bauen. Falls ihr aber da kein Problem habt mit Arbeitskraft, könnt ihr natürlich auch die Mafia nutzen, um mehr Solari zu produzieren, falls ihr da einen Engpass habt. Das ist so immer meine klassische Vorgehensweise und zielt darauf ab, wenn ihr zum Beispiel auf einen Vorherrschafts- oder Hegemoniesieg spielt. Zu den Siegen kommen wir noch. Wenn ihr aber irgendwie ganz speziell einen politischen Sieg anstrebt, dann empfehle ich euch natürlich, die Agenten in den Landsrat zu stecken. Da bekommt ihr mehr Einfluss, der wiederum wichtig ist für den politischen Sieg. Und falls ihr einen gegnerischen Anführer ermorden wollt, um so diese Fraktion zu vernichten, dann empfehle ich euch natürlich, eure Agenten jeweils bei der anderen Fraktion zur Infiltrierung reinzustecken, um die Infiltrationsstufe hier jeweils zu erhöhen. Ihr sammelt ja auch jeweils durch verschiedene Dinge Aufklärung. Das ist auch eine Einheit, die übrigens bei 1000 begrenzt ist. Hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr mal einige Aufklärungen zur Verfügung habt, vor allem so diese ersten grünen Dinge, diese Einsätze vorzubereiten. Die können durchaus nützlich sein. Zum Beispiel Ausrüstungssabotage senkt die Militärkraft der Gegner in einer Region, wo es dann zum Beispiel in dem Moment zu einem Kampf kommt, könnt ihr das super nutzen. Oder auch Vorräte, die ihr euch zuwerfen könnt in einer Region, wenn ihr gerade mal knapp mit Vorräten seid. Ist auf jeden Fall auch durchaus sehr hilfreich. Wenn ihr das erforscht oder vorbereitet habt, dann seht ihr hier oben rechts die Einsätze und klickt jetzt zum Beispiel einen Vorratsabwurf. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier keine Vorräte oder ich habe Probleme bei den Gegnern mit Vorräten. Klickt darauf, das heißt, jetzt bekomme ich hier für eine gewisse Zeit extra Vorräte, wenn ich jetzt mit meiner Armee dorthin gehe. Ich kann gleichzeitig auch noch Ausrüstungssabotage machen, das heißt, das senkt die Militärstärke dort. Also, und so verwende ich das Ganze. Okay, soviel zur Spionage. Das war hier das Wichtigste. Kommen wir zum Landsrat. Der Landsrat ist so ein bisschen das politische Zentrum von Dune Spice Wars. Ich würde euch empfehlen, die Stimmen, die seht ihr hier übrigens, also Haus Atreides hat 130 aktuell, Diakonen aktuell zum Beispiel 110. Diese Stimmen, wenn es um eine Resolution geht, würde ich euch empfehlen, immer einzusetzen. Denn die verfallen nicht, also die, ihr habt die jedes Mal zur Verfügung und deswegen solltet ihr auch immer die, in dem Fall 130, die wir haben, nutzen, um eine Resolution in eurem Sinne zu entscheiden. Zum Beispiel wollen wir die Gewerkschaft der Wasserverkäufer bleiben, also investiere ich auf jeden Fall die 130. Alles, was über die 130 hinausgeht, bedeutet, ihr verwendet euren Einfluss. Vor allem zu Beginn ist der Einfluss sehr wertvoll und ich würde euch nicht empfehlen, jedes Mal irgendwo was rein zu investieren, sondern den Einfluss lieber sparen für eine Resolution, die für euch sehr wichtig ist, und dann lieber sparen und das dort investieren. Zum Beispiel finde ich Resolutionen, die euch die geringere Autoritätskosten zur Folge haben bei der Eroberung, sehr, sehr hilfreich. Oder natürlich auch, wenn es darum geht, eine dieser Charters gewählt zu bekommen. Zum Beispiel jetzt hier die Gewerkschaft der Wasserverkäufer. Das bringt uns einen massiven Bonus, wenn wir hier die Voraussetzungen erfüllen. Da gibt es eben einige verschiedene Effekte. Und das kann eben jeder eine Zeit lang kontrollieren und dann wird das Ganze wieder zur Wahl gestellt. Und da ist es uns wichtig, dass wir das behalten, deswegen können wir hier mal ordentlich zum Beispiel Einfluss investieren von dem, den wir haben.
Genau, das ist hier wichtig. Natürlich solltet ihr auch immer schauen, dass ihr eure Stimmen so verteilt. Es gibt so allgemeine Resolutionen, da könnt ihr eben dafür oder dagegen sein. Das solltet ihr immer anklicken, ob ihr das eben möchtet oder nicht. Oder ob irgendwie was Negatives zum Beispiel hier eine andere Fraktion bekommen soll. Zum Beispiel, wir wollen lieber, dass die Schmuggler geschwächt werden und nicht die Harkonnen. Dann wählen wir das hier eben aus und da könnten wir auch Einfluss investieren. Aber ich mache das immer lieber für meine eigenen Ziele, für meine eigene Fraktion. Genau. Ansonsten kommen wir jetzt als nächsten Punkt in diesem Tutorial zu den Siegmöglichkeiten in Dune Spice Wars. Und da ist die erste Siegmöglichkeit tatsächlich der politische Sieg. Deswegen sind wir hier auch noch im Landsrat. Das Dune-Gouverneursamt. Und zwar, wenn ihr für 60 Tage lang Gouverneur bleibt, führt das zum politischen Sieg. Ihr seht, die Voraussetzungen sind, ihr braucht 39 Regionen von Arrakis. Die müsst ihr also schon mal erobert haben. Also ist Ausbreitung sehr wichtig. Und dann müsst ihr euch auch mit drei von diesen Sieges-Städten verbündet haben. Ich habe euch vorhin schon gezeigt, wie das geht. Erstmal durch Handel die Beziehungen verbessern und dann ein Bündnis machen. Und Voraussetzung für die Wahl auch noch ist, dass ihr in dem Fall ein hohes Landsrat-Standing habt, was man da oben sehen kann. Das heißt, die Fremen könnten das nicht erreichen, aber zum Beispiel das Haus Atreides ist wieder für geschaffen, das Dune-Gouverneursamt zu erhalten und dann dadurch das Spiel zu gewinnen. Und da ist es natürlich sinnvoll, Einfluss zu haben, wenn diese Abstimmung kommt, dass ihr auf jeden Fall dieses Dune-Gouverneursamt jeweils erhaltet. Und dafür ist auch die Forschung, die ich euch gezeigt habe, hilfreich. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, durch Vorherrschaft zu gewinnen. Das bedeutet, ihr löscht einfach eure Gegner aus. Die Fremen hier sind jetzt schon ausgegraut, die wurden zum Beispiel einfach ausgelöscht. Das bedeutet, dass deren Stadt vernichtet wurde. Wenn ihr also eine Fraktion vernichten wollt, dann müsst ihr nicht alles erobern, sondern ihr vernichtet einfach die Hauptstadt. Das wäre in dem Fall einfach Karthag. Also ich muss jetzt hier nicht alles erobern. Wenn ich mit voller Armee nach Karthag marschiere und das wirklich schaffe, dann ist die Fraktion vernichtet und die Siedlungen werden wieder neutral. Aber ein kleiner Tipp von meiner Seite, erobert wirklich eine Region direkt neben der Stadt, die euch gehört. Baut dort auch gerne noch Raketenbatterien und Militärbasen, dass das abgesichert ist. Und dann, wenn ihr angreift mit vielen, vielen Einheiten, ihr braucht wirklich sehr viele Einheiten, so viele wie ich ungefähr habe oder noch mehr, dann greift ihr hier an. Und dann könnt ihr eure Einheiten, die geschwächt sind, immer wieder zurückziehen, dass nicht mehr auf die geschossen wird. Die können sich hier heilen und dann könnt ihr sie wieder in den Angriff schicken. Und somit habt ihr eine sehr gute Angriffsbasis für die gegnerische Hauptstadt, um das Ganze zu gewinnen. Rein militärisch kann ich euch noch den Tipp geben, ich würde immer so eine Hilfseinheit, in dem Fall ist das eine Unterstützungsdrohne, bei den Fremen ist das jetzt wieder ein einheimisches Tier zum Beispiel, das heißt überall ein bisschen anders, würde ich dabei haben, das erhöht eure Gesundheit oder bei den Fremen hilft es euch, durch die Wüste zu marschieren und so weiter, hat alles einen Bonus. Ansonsten vor allem schwere Soldateneinheiten, wie jetzt auch, oder auch schwere Schützen, wie die schwer, würde ich euch jetzt hier empfehlen, jeweils zu holen. Söldner kann man holen, wenn man genügend Solari hat. Die halten vor allem auch sehr lange durch, die haben sehr viele Vorräte. Im Late Game natürlich empfiehlt es sich, die Elite-Einheiten zu rekrutieren, zum Beispiel jetzt hier die Wächter und schwere Scharfschützen, einfach eine Mischung daraus. Das ist dann immer eine gute Militäreinheit. Ihr solltet immer genügend Nahkämpfer haben, dass die Gegner beschäftigen, dass eure Fernkämpfer nicht im Nahkampf angegriffen werden, sondern schießen können. Okay, also die gesunde Mischung ist wichtig. Dann habe ich euch erklärt, wie ihr jetzt diese Hauptstädte vernichten könnt, relativ ohne Probleme. Langfristig ist es dann natürlich sinnvoll, ein Flugfeld zum Beispiel einzurichten oder für die Fremen mit den Sandwürmern zu spielen. Das bedeutet, ihr könnt mit euren Militäreinheiten relativ schnell zum Beispiel von Arrakeen zur Front fliegen, wenn ihr jetzt hier überall ein Feld für den Transport einrichtet, ein Flugplatz. Haben wir jetzt zum Beispiel nicht, deswegen geht das nicht. Aber wenn ihr jetzt hier einen Flugplatz baut, in Arrakeen ist eh einer, dann auch noch in Nundalus und auch noch hier, dann fliegen eure Einheiten bis hierhin, können sie dann auf einmal fliegen. Und das geht eben richtig schnell. Sandwürmer bei den Fremen können alle Militäreinheiten in einem Radius, wo der Sandwurm gerufen wird, relativ weit auch transportieren. Das geht deutlich schneller, wie wenn die laufen müssen. Das ist langfristig für euch natürlich sinnvoll. Okay, kommen wir noch zum Hegemoniesieg. Hier ist es natürlich wichtig, vor allem viele Regionen zu erobern und vor allem die besonderen Regionen. Zum Beispiel natürlich den Nordpol, die Polsenke hier, da die euch schon Hegemoniepunkte geben. Aber auch zum Beispiel der Berg Idaho gibt euch auch nochmal 500 Hegemoniepunkte. Da gibt es einige spezielle Orte, die euch Hegemoniepunkte geben. Das könnt ihr hier oben rechts sehen. Ihr könnt euch auch immer mit den anderen vergleichen. Seht ihr zum Beispiel, oh, da ist jemand sehr, sehr weit weg mit Hegemoniepunkten, würde ich euch empfehlen, den zu versuchen zu vernichten, indem ihr seine Hauptstadt angreift. Sonst gewinnt der vor euch mit Hegemoniepunkten. Das müsst ihr also immer im Blick behalten und natürlich könnt ihr auch durchaus eure Hegemoniepunkte
erweitern, regelmäßig, indem ihr Werkstätten baut. Das ja, ist für euch die Möglichkeit dafür dann auf jeden Fall, um einfach mehr Hegemonie durch die Werkstätten an sich zu produzieren. Dafür solltet ihr aber eine ordentliche Wirtschaft vorher aufgebaut haben. Und natürlich bringen euch auch Technologien hier weiter. Okay, das war's eigentlich soweit mit allen wichtigen Dingen für dieses Allround-Tutorial. Ich habe euch, glaube ich, alle wichtigen Dinge gezeigt und Tipps und Tricks gegeben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Like da. Schaut auch eben gerne noch in meine anderen Videos, zum Beispiel das Fraktionsvorstellungsvideo oder auch meine Review zu Dune und meine Let's Plays oder Livestreams. Und ja, abonniert auch gerne den Kanal hier, um nichts mehr zu verpassen, denn ich werde in Zukunft natürlich auch noch weiter Videos und Livestreams zu Dune, Spice Wars zeigen. Vor allem freue ich mich schon sehr, wenn der Multiplayer endlich kommt. Ich hoffe, dass dieses Tutorial euch hilft, auch für den Multiplayer gut voranzukommen. Natürlich werde ich dann da auch nochmal ein eigenes Multiplayer-Tutorial machen, denn da wird nochmal einiges anders sein und andere Taktiken relevant werden. Habt ihr noch Fragen? Dann ab in die Kommentare damit. Ich versuche, all eure Fragen auf jeden Fall zu beantworten. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als möge das Spice fließen, euer Gaius Julius Caesar.